Hey, hier kann man ja durchschauen. Mal sehen. Da ist Toadie. Hey Toad, was machst du da? Oh nein, sei vorsichtig. Zwei Geister, zwei Buhus. Nein, bitte fall nicht. Nein! Oh nee. Und sie folgen ihm. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 2 HD hier auf Katze. Was waren das denn für Viecher? Wir sind jetzt im Ingenieurshof und hier laufen komische Käfer herum. Fliegende kleine Käfer. Grüne Marienkäfer, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Wahrscheinlich sind das Wanzen, okay? Sagen wir einfach Wanzen. Hier laufen Wanzen herum, die wahrscheinlich der Ersatz für Spinnen und Raben sind aus den vorherigen Leveln. Oh, da ist der böse Geist! Der Meistergeist mit dem Finstermondstück. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo bleibt er? Wo fliegt er hin? Oh, nein, nein. Der ist tatsächlich auf dem Dach des Uhrturms. Okay. Das heißt, wir haben eine große Aufgabe zu erledigen. Das klingt erstmal gar nicht so spektakulär, da wir, so scheint es, relativ schnell zum Uhrturm kommen. Aber womöglich werden uns ein paar Fallen gestellt. Es gibt einige Herausforderungen, die wir zuerst meistern müssen. Okay. Was gibt es hier Schönes? Eine Kiste, die ich nicht erreichen kann. Hallo? Hallo? Kiste? Und da ist aber was Unsichtbares. Aha. Ich kann sie also doch erreichen. Vielleicht ist da schon unser erstes Juwel. Das wäre doch cool. Und da drin ist... Oh, kein Juwel. Aber dafür... dafür einige Scheine. Die Hälfte hat Luigi aber gefühlt verloren. Und hier? Was ist unter diesem Sandhaufen? Ah, eine Wanze. Eine grüne Wanze. Im Herbst, wusstet ihr das? Das habe ich bestimmt schon mal in einem Video erzählt. Die grünen Wanzen, die werden im Sommer braun. Das sind also nicht andere Wanzen, sondern das sind dieselben, die aber von grün zu braun werden. Die verfärben sich dann im Herbst. Also interessant, oder? Oh, da, was ist das? Blumen? Ah, nee, das sind die Wanzen, okay. Ja, ganz neue Gegnertypen, die wir aus der Vergangenheit so nicht kannten. Zumindest in den anderen Leveln. So, na komm. Vielleicht gibt es etwas, wenn ich euch alle besiegt habe. Was ist das? Okay, irgendeine Kugel. Vielleicht ist es Astrobot. Kennt ihr Astrobot? Ein richtig cooles Spiel, wie es scheint. Allerdings nur für PlayStation. Ich besaß noch nie in meinem Leben eine PlayStation, also kann ich es nicht spielen. Na gut. Besiegt. Und komm her. Kommt her, meine lieben Münzen. Sehr schön. Hier ist auch irgendwas, oder? So ein ganz komischer Platz. Und hier steht überall 3:30. Seht ihr das auf den Uhren? 3:30 Uhr. 15:30 Uhr. Oder anders gesagt, 3:30. Was mache ich hier? Ah, schon wieder dieses komische Teil. Was mache ich denn damit? Kann ich das dagegen schießen? Funktioniert nicht. Okay, ich verstehe es nicht. Irgendwas kann ich damit machen. Ich weiß nur nicht was. Kann ich da damit vielleicht hier das Ganze aufmachen? Keine Ahnung. Wo kann ich das... Ah, nee. Jetzt schaue ich durchs Fenster. Ich dachte schon, ich kann das aktivieren. Lagerhalle. Oh, da. Boah, der versucht, was wegzudrücken. Eine Art Schraubzwinge. Okay, aber das funktioniert nicht. Wahrscheinlich musst du das Ganze erstmal lösen und lockern, damit du diese... Ich weiß nicht, was es sein soll. Diese grüne Vase entfernen kannst. Ansonsten, ja, sehe ich nicht viel. Okay, dann wollen wir doch mal sehen, wie wir da jetzt reinkommen. Ich meine, wir haben hier eine große Uhr und ich kann mir schon vorstellen, was wir tun müssen, um diese Tür zu öffnen. Also die große Tür ist wahrscheinlich die Uhr. Und umgekehrt. Denn überall, ihr seht es schon an den Zeigern, wie gerade eben schon gesagt, steht 3:30. Was ist hier auch? Was ist, wenn wir die Uhr auf 3:30 stellen? So, Moment, noch ein bisschen. Okay, jetzt bin ich viel zu weit.
Okay, noch einmal, kommt. Halb vier. So. Und? Nein, das ist noch nicht ganz der... Ah, halb vier. Aber ich muss es exakt schaffen? Okay. Dann noch einmal. Also halb vier, definitiv. So, 1 Uhr, 2 Uhr, das ist 3 Uhr und das ist halb vier. Ja, es funktioniert! So wird ein Schuh draus. Wir können jetzt in den Uhrenturm. Aber haben wir hier draußen schon alles erledigt? Hier gibt es zum Beispiel noch einen Gegner. Denn dieser Bereich ist ziemlich groß und vor allem frage ich mich, wie wir da nach hinten kommen. Okay, keine Ahnung, wo der jetzt hinfliegt. Der konnte sogar kurz in der Luft stehen bleiben. Komisch. Na komm. Ja, okay, bleib da in der Luft stehen, wie auch immer du das machst. Da komme ich ja nicht mehr zurück. Das war ja sowieso der Start von diesem Level. Aber hier? Wie komme ich auf die rechte Seite? Da gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Ich muss ja dieses Holzgerümpel da irgendwie zerstören. Das hier. Kann ich das hier? Oh, was ist jetzt los? Ein Roboter und ich glaube, der explodiert jetzt. Aha. So schnell kann es gehen. Und hätte ich mit dem anderen Roboter, den ich jetzt nicht mehr habe, irgendwie die Holzbretter zerstören können da am Fenster? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Naja, gut. Schauen wir mal, was wir in der Zwischenzeit noch alles finden werden. So, nochmal eine Wanze. Ich sag jetzt mal, das sind Wanzen. Vielleicht sind das auch andere Tierchen. Aber Wanze könnte doch hinkommen, oder? So, hier noch ein paar Geldscheinchen. Wir nehmen alles mit. Da ist nichts mehr. Und ja, sehr schön. Wunderbar. Aber das war's, oder wie? Nichts mehr, was ich hier finden kann. Wozu sind wir dann hierher gekommen? Doch nicht etwa wegen den paar Geldscheinen, oder? War das alles? Gibt es hier sonst nichts mehr zu entdecken? Es kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Gibt es hier was? Oh ja, eine Kiste. Jetzt sag mir bitte, dass hier noch was Wertvolles ist. Ein Schlüssel oder ein Juwel. Irgendetwas. Ein Juwel. Okay, wunderbar. Dann bin ich ja irgendwie beruhigt. Weil das zeigt mir, dass es sich gelohnt hat, hier hartnäckig zu bleiben und weiter danach Ausschau zu halten. Aber das interessiert mich hier. Diese Holzbalken. Oh Mann, also diese Holzbretter. Ich glaube, dass ich die zerstören kann mit dem anderen Roboter. Den ich aber irgendwie weggeschleudert habe und den ich mehr besitze. So, jetzt sind wir hier in diesem großen Raum. Für uns ist ja jetzt alles neu. Bei den Efeutürmen war das ja genauso, wie auch in der Gruselvilla. Zu Beginn ist alles neu und wir müssen erst einmal herausfinden, was es so alles gibt, wie wir uns hier zurechtfinden. So, dann düsen wir einmal nach oben und können jetzt hier die Gegend weiter erforschen. Okay, hier, schaut mal. Hier brauchen wir wieder einen Roboter. Das kann man bestimmt möglich machen. Wir müssen uns einfach einen Roboter schnappen, den nach oben bringen und den hier irgendwie zum Explodieren bringen. Das sollte funktionieren. Na gut, merken wir uns diese Stelle einfach einmal und schauen mal, was es noch so zu entdecken gibt. So. Hallihallo. Hier habe ich jetzt auch so ein Vasenteil. Kann ich das irgendwie entfernen? Oh ja, ich kann dran ziehen. Easy. Jetzt kann ich die hier platzieren und anschließend immer daran ziehen. Und ich höre auch immer wieder einen Geist, wenn mich nicht alles täuscht. Kann es sein, dass es hier einen Buhu gibt? Naja, auch das werden wir noch in Erfahrung bringen. Ich würde sagen, wir ziehen mal kräftig dran. Eine Spinne. Okay, warum denn eigentlich nicht? Wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. Und hier ist etwas Unsichtbares. Nein, Pfeile, die da nach oben zeigen. Oh ja, schaut mal, da ist wieder eine Spule. Oder eine Vase. Spule, Vase, sucht's euch raus. Vielleicht macht Spule sogar mehr Sinn. Na, stopp, stopp, stopp. Ihr Wehrlichter, nicht so schnell. So. Ich
frage mich, ob es da mit der Zeit auch irgendwas Spannendes drin gibt. Also wie vorher auch schon ein Schlüssel oder ein Juwel, wie hier. Okay. Das hat sich gelohnt. Schon haben wir Juwel Nummer 2. Hier im Ingenieurshof. So. Was haben wir denn hier Schönes? Und jetzt einmal kräftig ziehen. Noch mehr Scheinchen für unseren lieben Luigi. Okay, 5 Münzen pro Schein, wenn man so möchte. Ein 5-Euro-Schein, den wir da bekommen. Da ist nichts mehr. Da, Krempel. Was sind das für Teile? 2 oder 3-mal die Zahl 3. So sieht das aus. Können auch irgendwelche Uhrzeiger sein, die verbogen sind. Aber, ja, wahrscheinlich eher nicht. Okay, kräftig ziehen, Luigi. Und wir finden einen Geist. Wer bist du denn? Computer sagt 01100010111010110110111. Okay. Der spricht in Binärcode. Na, komm her. Du wirst eingesaugt, mein Freundchen. Aber nur, wenn ich dich richtig mit der Düsterlampe treffe. Wo hast du dich denn jetzt verkrümelt? Zeig dich! Da war er, da ist er, da war und ist er. Jetzt habe ich dich. Kräftig ziehen und... Kaboom! Oh, wow. Der wird einmal kräftig durch die Gegend geschleudert. Gar nicht mal so übel. Und jetzt würde ich sagen, eingesaugt und gefangen genommen. Das war der Buhu aus der ersten Mission, der Ingenieurshöfe. Nicht schlecht. So, dann wollen wir mal sehen, wo es hier weitergeht. Wir suchen eigentlich laut Karte noch einen Schlüssel. Denn ohne Schlüssel kommen wir hier nicht weiter. Das weiß ich nur, weil ich hier die verschlossene Tür auf der Karte bereits sehe. Wenn ihr mal einen Blick auf die Karte werft, die ihr dann gleich rechts oben sehen werdet. Hier, dann seht ihr rechts diesen roten Strich. Der zeigt, dass dieser Durchgang aktuell für mich gesperrt ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass in dieser Spule, weil sie gold leuchtet, der Schlüssel sein wird. Und? Tatsächlich. Ja, das war eindeutig, oder? Das war jetzt für uns kein großes Geheimnis. Nachdem wir fast 20 Folgen Luigi's Mansion bereits spielen durften. Das ist ja Folge 18. Okay, hier ist nichts mehr. Dann schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Sei vorsichtig, Luigi. Wer weiß, was dort auf uns wartet. Werkhalle. Oh ja, da werkeln ein paar Geister. Die werkeln an einer großen Bombe. Seht ihr das? Soll ich die Bombe einfach mal zum Explodieren bringen? Kann ich. Oh ja, schaut mal, da sind die Geister. Oh, 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 Vorsicht! Vorsicht, die explodiert jetzt! Und die Geister wurden lediglich dadurch geschockt. Hätte ich gleich mal nutzen können, um sie dann einzusaugen. Na gut. Geschafft ist geschafft. So, weg mit dir. Und dann haben wir hier noch irgendein komisches Teil. Ah, das ist eine Bohrmaschine aus alter Zeit. Seht ihr das? Interessant. Das ist tatsächlich eine Bohrmaschine, also eine stationäre Bohrmaschine. Nennt man die dann anders? Ich kenne die zumindest noch aus dem Werkelnunterricht. Die sind ganz cool, weil man die extrem gut ausrichten kann, also perfekt ausrichten kann, um dann Löcher zu bohren. Oh yeah, Luigi time. Sehr schön. Immer schön das Gewinde aufdrehen. Dann neue Bohrmaschinen oder Bohrköpfe verwenden. Und dann je nach Durchmesser dementsprechend Löcher bohren. Dann gibt es ja noch Unterschiede zwischen Holzbohrer, Metallbohrer. Für gewisse Oberflächen nutzt man Diamantbohrer, um da durchzukommen. Ganz cool. Habe ich mir nicht alles unbedingt aus dem Werkelnunterricht gemerkt, aber mein Papa werkelt total gerne, was ich total schön finde. Und dementsprechend kenne ich da so ein paar Sachen aus dem Bereich. Weil ich hier und da mal mit ihm gewerkelt habe. Ich muss leider sagen, mittlerweile etwas weniger. Oder viel weniger, um genau zu sein. Aber als Kind eben doch eine ganze Menge.
So, liebe Grüße an meinen eigenen Papa an dieser Stelle. So, was haben wir denn hier Schönes? Wow, Kisten! Oder eine Kiste zumindest und viele Wirrlichter dazu. Und hier scheint es Geister zu geben. Oh, noch ein Juwel! Das ist ja fast schon geschenkt gewesen. Das dritte Juwel. Nichts verpasst bis dato. Hier scheint es auf jeden Fall Geister zu geben, denn nicht umsonst ist dieser Raum ziemlich dunkel gehalten. Doch wo mögen sich die Geister hier verstecken? Hallo? 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 Luigi ist einfach so lustig. Hallo? Also je nachdem, welche Joy-Con-Taste man drückt, auf der linken Joy-Con-Seite, sagt Luigi auf verschiedenen Arten Hallo. Auf Englisch eben Hello. Entweder er sagt Hello oder Hello oder Hello. So, was haben wir denn hier? Uhrturm. Ein richtiges Uhrwerk. Mit ganz vielen Zahnrädern. Da oben sehen wir eine 7, eine 3 und eine 0. Vielleicht 7.30 Uhr. Halb 8. 19.30 Uhr. Auch hier nochmal. Rechts unten ein Indiz dafür. 7.30 Uhr. Das wird das Rätsel sein. Um wahrscheinlich diese große Uhr dann zu aktivieren. Die allerdings keinen Zeiger hat. Das heißt, wir können hier an dieser Stelle nicht viel tun. Aber wo sind die Geister hier versteckt? Also hier ist nichts. Wie gesagt, die große Uhr hier hat keine Zeiger. Demzufolge können wir das Tor nicht öffnen. Komisch. Oh, natürlich ruft er jetzt an. Mal sehen. Fabelhaft, Luigi. Du bist am Tor angekommen. Aber was ist das denn? Die Uhrzeiger von der Uhr. Sie sind verschwunden. So. Diese Geister sind wirklich mit allen Wassern gewaschen. Das Uhrturmtor kann ohne die Uhrzeiger nämlich nicht geöffnet werden. Und die Geister haben dafür gesorgt, dass wir draußen bleiben. Ich bin begeistert. Nun, eigentlich eher bestürzt als begeistert. Solch wuchtige Uhrzeiger könnte allerdings nur ein sehr starker Geist entfernen. Ich suche schnell die Umgebung nach Signalen paranormaler Art ab. Etwas Geduld bitte. Ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas finde. Ciao. Begib dich zum Uhrturmtor. Was ist denn jetzt los? Hallo, was machst du denn? Wow. Er erzeugt eine Windhose. Einen kleinen Wirbelsturm. Wow, ey. Ey, was soll das denn? Na, warte. Die sind wirklich mit allen Wassern gewaschen. Oh, Vorsicht, da explodiert gleich ein Roboter. Das war eine knappe Kiste. Noch einer. Und noch ein Wirbelsturm. Das hört gar nicht mehr auf. Vorsicht. Seid ihr fies. Euch werde ich alle einsaugen. Ja. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hab ich dich. Und da gibt es einen Schlüssel. Oh ja, stimmt. Mir ist gar nicht bewusst geworden, dass wir auch hier wieder einen Schlüssel brauchen. Also ich glaube, diese Roboter können wir einfach zum Explodieren bringen. Denn die bringen hier sowieso nichts. Und vielleicht gibt es ja etwas, wenn alle Roboter entfernt worden sind. Nee. Fehlanzeige, es gibt nichts dafür. Aber was ist hinter der Tür? Luigi, sei bitte vorsichtig. Vielleicht wartet ein großer Geist. Die Frachthalle. Oh nee, gerade wo es so spannend wird. Ja, hallo? Hurra! Ich glaube, ich habe unsere Zeigerdiebe gefunden. Ich empfange ein starkes Signal von unter der Erde. Das müssen sie sein. Es scheint, als bräuchtest du einen besonderen Kompass, um dorthin zu gelangen. Das gute Stück sollte oben im Konstruktionsbüro sein. Schau auf deine Karte. Ich brauche einen Kompass? Kann ich nicht einfach Sandan einsetzen? Los, Sandan! Schaufler! Sandan! Das wäre cool. Aber nein. Gibt es hier nicht eine Schaufel? Können wir uns einfach nicht einen Weg durch die Erde bahnen? Ich meine, immerhin ist der Boden hier ziemlich locker. Das scheint ein sehr, sehr instabiler Boden zu sein, oder? Ein sandiger Boden. Naja, vielleicht ist noch drunter fester Untergrund. Ich weiß es nicht. Was können wir hier zum Explodieren bringen? Oh!
Jetzt kommt Sand heraus und somit schütten wir diese Ebene voll. Das ist ja eine coole Mechanik. Das ist echt toll. Ja, und weiter geht's nicht. Und zum Glück geht's auch nicht weiter, denn ja, mehr Sand kann hier nicht reingeschüttet werden. Rein physikalisch nicht. Weil durch die Schwerkraft und durch das fehlende Loch jetzt nicht mehr reinpasst. Lastenaufzug! Zwei Buben. Ey, da ist ja ein Toad. Den sehe ich erst jetzt. Toadie. Nein. Und die lachen natürlich. Oh, nee. Da ist ja wieder ein Toad. Hat der Professor auch in diesem Spiel 3 Toad-Assistenten? Da hat er doch 3 auch in Teil 3, oder? In Teil 1 hatte er ja keine Toads. Übrigens, ich fand auch in die Kommentare in, ich weiß nicht, das ist schon wieder 4, 5 Folgen her. Aber ich fand die Kommentare unter einem Luigi's Mansion 2 Video ziemlich cool und interessant. Da hatten, ich weiß nicht, wer das war. Waren das nicht Selina und Mochi? Liebe Grüße an dieser Stelle. Ihr hattet es darüber, wie gespenstisch doch Teil 1 ist. Und ihr habt da über eine Stelle gesprochen. Ich weiß gar nicht, welche Stelle ihr meintet. Ist auch schon lange her, als ich Teil 1 gespielt habe. Aber ja, ich weiß gar nicht, welche Stelle. Vielleicht die mit der Wahrsagerin? War das die? Oder die mit dem Baby? Also mir kommt jetzt nur die Wahrsagerin. Das war relativ düster. Aber ansonsten... Ja, ihr habt schon recht. Also Teil 1 ist irgendwie ziemlich düster im Vergleich zu Teil 2 und Teil 3. Und für die Frage oder zu der Frage, werde ich Teil 1 auch noch spielen? Vorerst nicht. Das liegt daran, dass ich Teil 1, das Remake, nicht auf dem Nintendo 3DS besitze, nur auf der Nintendo GameCube. Und ich habe keine Möglichkeiten, Nintendo GameCube-Spiele zu einer ordentlichen Qualität aufzunehmen. Ich meine, ihr seht das ja teilweise schon an der Nintendo Wii U. Nee, entschuldigt bitte, an der Nintendo Wii, dass die Qualität da auch nicht ganz so besonders ist, nicht ganz so berauschend. Aber auf der GameCube eben nicht mal die Möglichkeit, das passende Equipment dafür zu besitzen. Und deswegen warte ich immer auf Remakes, so wie auch bei Paper Mario 2. Sonst hätte ich das auch schon viel früher gespielt. Einfach weil es mein Lieblings-Paper Mario-Spiel ist. Boah, der verfolgt mich ja sogar. Boah, war das fies. Aber immerhin gab es ein paar Nuggets. Aber leider wurden die Ziegelsteine nicht entfernt. Naja, was soll's. Meine Lieben, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Tippt doch mal auf dieses Video. Da seht ihr, dass Luigi nicht schwimmen kann und zuerst einmal schwimmen lernen muss. Ob ihm das gelingen wird? Bleibt katztastisch.